aufhalten. So, damit hätten wir das auch hinter uns gebracht. Und geht hier die Tür auf und willkommen. Oh! Juhu, endlich am Ziel. Aber bestimmt ist das noch nicht alles. Das ist ein riesengroßer Cupcake. Ein dreiköpfiger Cupcake mit Flügeln dran. Wer backt denn sowas bitte? Bestimmt der Koch von unten. Kann man den wenigstens auch essen oder ist der nur zur Deko da? Sieht eigentlich eher wie auch ein Schloss aus. Na, vielleicht sollte ich mal in den Türmen da gucken, die an den Seiten sind. Was hat denn der gemacht? Hey, was machst du da gerade? Ich hab versucht, das Schloss da zu essen. Und? Hat's geschmeckt? Naja, das sieht nicht so aus, als ob. Nee, war leider überhaupt nicht schmackhaft. Deswegen musste ich reiern. Ah, mein Beileid. Ja, also, was willst du hier? Ich will da rein. Ich will die Weltherrschaft an mich reißen. Und ich will, dass ihr alle sterben müsst. Unter meiner Faust soll diese Welt regiert werden, wie unter keinem zweiten. Außer vielleicht irgendwelchen bösen Diktatoren, die wir jetzt nicht aufzählen möchten. Ich werde euch alle vernichten. Aber ich bin ja eigentlich gar nicht so ein schlimmer Kerl. Ich wollte nur einen coolen Auftritt hinlegen. Das hast du geschafft. Und die Musik im Hintergrund, die ist auch episch. Ja, nicht? Ja, hast du die selber gemacht oder geklaut? Copyrechtsverletzungen werden hier nämlich ganz böse geahndet. Oh, das wusste ich nicht. Ja, also dann, was dann? Dann wirst du jetzt wohl die ganze Wolke runtergeschmissen. So weit bis unten, wie nur geht. Nein, tu das nicht. Ich muss, das ist meine Aufgabe. Aber ich wünsche dir noch einen schönen Tag, bevor du stirbst. Nein. Na gut, dann eben nicht. Was? Ja, wenn du sagst, du willst nicht, dann kann ich nichts dagegen machen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Naja, wir sind halt friedliebende Leute und töten nur, wenn es auch in Ordnung ist. Ja, ich weiß, das ist eine bekloppte Regel. Es ist eigentlich noch niemand hier gestorben. Aber, da ist eine böse Königin, die herrscht über uns und so weiter. Und die würden wir gern töten, aber sie will auch nicht. Naja, vielleicht kann ich sie ja umbringen. Ja, das wäre toll. Gut, dann mache ich das mal. Ja, mach das mal. Uns allen, auf das Wohl der Leute hier. Und dafür, dass ich König werde. Naja, darüber müssen wir noch reden. Nein, das ist jetzt so beschlossen. Ach Mann, wusste ich, dass es einen Haken gibt. Aber weh, du bist genauso schlimm wie sie. Nein, ich doch nicht. Na gut, dann mach mal diese zwei Türme da kaputt und dann kannst du rein. So. Oh. Das klingt ja böse. Und weil das so böse klingt, würde ich sagen... was würde ich da sagen? Machen wir doch einen noch davon. Aber nicht den, ich mag diese Klatschdinger nicht. Die will ich jetzt nicht. Oh, cool. Steppen 2. Machen wir Steppen 2. Diese Affen kenne ich auch schon, so wie die angemalt sind. Ja, die gab es auch auf der Wii schon. Und zwar kamen die in einem der Remixes vor. Juhu, geschafft. Nicht schön, aber selten. Salü. Da steht Salü.
Oder Salu. Saluka irgendwas. So, aber auf jeden Fall, wir haben eins geschafft. Oh, da kommt wieder unser Papoi. Papoi. Hm? Triple D. Triple D. Wenigstens Stern bekommen. Was ist es geworden? Bitte lass es noch superb gewesen sein, aber ich glaube, ich habe dafür viel zu viele Schritte verkackt. Oder ist es 70? Aber geschafft ist geschafft und wird nicht gestohlen. Wiederholen ist gestohlen. Ah, hier haben wir ein Loch und zwei. Okay, machen wir das mal. Ja, das gab's auch auf der Wii schon. Ich sollte lieber nicht mein 3DS schwingen. Das geht übrigens mit einer Remote ganz gut. Manche dieser Spiele kann man da sehr toll nachspielen. Auch dieses Boxen mit dem Aufblasmann. Oh. Das geht zum Beispiel.
Tada! Ja, also Golf schlagen geht auf jeden Fall. Das mit dem Samurai wird ein bisschen schwierig, weil man die ganzen Dinger da schnetzeln muss. Diese Geister. Ansonsten, was geht noch? Also, ich habe auch mal versucht hier das mit den Bakterien. Das klappt nicht. Da muss man zu schnell mit den Armen flattern. Ist nicht so gut. Also gerade wenn die diese schnelle Bewegung machen. So, was haben wir hier? Oh, jetzt haben wir nochmal den Samurai. Halt als... als Samurai. Made in Kyoto. Samurai Game 2. Und zwar dieses doofe Samurai-Spiel. Hm. Also dieses 8-Bit-Samurai, wie auch immer. Das ist ja nicht mal das Schlimme. Aber ich fand die Musik jetzt auch nicht so berauschend. Übrigens, genau, als ich ja angefangen habe, war das Spiel noch relativ neu. Jetzt sind schon ein paar Monate vergangen und wir sind im Oktober 2015 übrigens, für die, die später eingeschaltet haben. Tap, tap. Und es gibt immer noch keinen Western-Release-Termin, was auch immer, für das Spiel. Schade eigentlich. Sein, dass manche Figuren hier oder manche Sachen pixeliger auflösen als andere. Der Greif sieht zum Beispiel nicht schlecht aus, die Sonne dafür umso verpixelter. Die Wolken wieder nicht so verpixelt. Der Samurai ist auch in Ordnung. Ich habe sie gerettet, die Maiden. Jetzt kommen sie da runter und... ein Fünfer. Mit 4 Frauen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ich salutiere dir, Samurai-Meister. Kann er ja seinen eigenen Harem aufmachen. So. Und was haben wir hier oben? Oh Gott. Einen Mond. Der böse aussieht. So, aber da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal eine Pause, Schluss oder was auch immer. Zugeklappt, eingepackt und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.